Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Ihr seht, ich bin nicht alleine. Ich habe neben mir eine echte Koryphäe und zwar aus meiner Sicht Europas führender Verkaufstrainer, Dirk Kräuter. Super, ich freue mich. Ja, Dankeschön, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. In diesem Video geht es um Telefonverkauf. Also, wenn du da Bock drauf hast, bleib dran. Let's go. Also ihr Lieben, es geht heute um Telefonvertrieb, denn nicht alle, die unseren Kanal schauen und die meine Videos schauen, kommen aus der Online-Welt, sondern viele haben auch so ein Hybridmodell, machen online, machen aber auch offline. Und offline ist einer der erfolgreichsten Vertriebskanäle aus meiner Sicht immer noch Telesales. Ich nutze selber in einigen Unternehmen von mir und wen könnte es da besser geben als dich, Dirk? Und deshalb freue ich mich, ich glaube, du hast uns heute mitgebracht, 4 deiner besten Telefontipps. Okay, cool. 4 Stück, ja. Also, fangen wir mal an. Der erste Punkt ist, kann die Person, wenn du B2B-Telefonate führst, kann die Person in der Zentrale, im Vorzimmer, kann die Assistentin entscheiden, ob dein Produkt, dein Angebot, deine Dienstleistung für den Entscheider relevant ist oder nicht? Kann sie nicht. Also warum erzählst du ihr das dann? Hör auf, ihr das zu erzählen. Schau, dass du ganz schnell an der Zentrale, an dem Vorzimmer, an der Assistentin vorbeikommst, zum Entscheider. Das kann man lernen, da gibt es ein paar coole Tricks, die machen wir jetzt nicht. Aber die Kernbotschaft ist, bitte nicht dieses ganze Thema Verbrüderung mit der Zentrale, mit der Assistentin. Bitte nicht lang und breit erklären, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, wir machen dies und jenes, wir würden gerne, nein. Das machen nur Amateure. Profis lassen sich direkt zum Entscheider durchstellen. Erster Tipp. Sehr, sehr gut. Absolut. Sehr wertvoll. Und der relevanten Person oder ja, sagen wir, der richtigen Person die relevanten Infos geben. Ja? Genau. Perfekt. Sehr, sehr cool. So, zweiter Punkt. Wenn du mit dem Entscheider telefonierst, wenn du den dran hast, in dem Moment, wo du ihn dran hast und er sagt, Müller, super, du weißt, Herr Müller ist der Entscheider, dann. Und wenn dein Ziel ist, einen Termin zu vereinbaren, gar nicht direkt Umsatz zu machen, dann solltest du in dem Moment, wo der Müller sagt, gedanklich eine Sanduhr rumdrehen. Und zwar eine Sanduhr, die genau Sand hat für 3 Minuten. Der Erfahrungswert ist, wenn du nach 3 Minuten das Ding noch nicht geclosed hast, wenn du nach 3 Minuten noch nicht beim Termin bist, dann wird es extrem ruckelig und die Chance, den Termin noch zu vereinbaren, ist extrem gering. Also, du musst sehr, sehr schnell dazu kommen, auf den Termin zu gehen. Sobald der Nachfragen hat, kommt normalerweise die Aussage, Herr Müller, ich sehe, das Thema ist für Sie interessant, das ist natürlich am Telefon sehr komplex, deswegen mein Vorschlag, lassen Sie uns doch da einfach mal gucken, wann passt es bei Ihnen am besten. Besser dann oder besser dann. Also der nächste Punkt ist eben, 3 Minuten bis zum Termin, wenn du es bis dahin nicht hingekriegt hast, wird es in der Regel nichts mehr. Absolut. Also finde ich sehr sympathisch, weil es 2 Dinge beinhaltet, die ich auch immer sage. So dieses erste, sei dir bewusst, was eigentlich dein Vertriebsziel, muss ja nicht direkt immer der Verkauf sein, sondern vielleicht der Termin. Ja, und das zweite ist ABC, Abschluss bringt Cash, also mach den Sack zu, hol dir den Termin. Ja. Always cool. Been closing. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Dritter Gedanke, das ist jetzt nur was für die, die schon ein bisschen länger dabei sind, die da ziemlich schmerzfrei sind. Wir nennen das den Second Call, den zweiten Anruf. Du rufst jemanden an, der erklärt dir ganz genau, will er nicht, braucht er nicht, hat er schon, ist ihm zu teuer, du bist heute der 5., der anruft, der fertigt dich ab. Du machst ein bisschen Einwandbehandlung, aber du kommst nicht weiter. Und jetzt rufst du den 2 Stunden später nochmal an. Du rufst den gleichen nochmal an. Und dann sagst du, Mensch, Herr Fey, unser Gespräch geht mir nicht aus dem Kopf. Ich fand das sehr angenehm und ich danke Ihnen nochmal dafür, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben. Aber Herr Fey, was habe ich falsch gemacht? Wo war mein Fehler? Bitte helfen Sie mir, dass mir sowas nicht mehr passiert. Weil das ist wirklich ein gutes Produkt, das ist ein geniales Angebot, dass das bei Ihnen nicht passt. Also was habe ich falsch gemacht? Was du machst, du gehst psychologisch unter ihn runter. Vorher hast du auf Augenhöhe mit ihm telefoniert, jetzt gehst du runter. Und das ist eine ganz andere Situation, weil jetzt wird der Pascal sagen, ja, Herr Kräuter, es lag nicht an Ihnen, hier rufen jeden Tag so viele an, jeder will mir irgendwas verkaufen, wir haben in dem Bereich ja schon wach. Also nehmen Sie es nicht persönlich, aber
So, und jetzt nutzt du das, um nochmal Anlauf zu nehmen. Da sagst du, Mensch, Herr Pfarrer, ich finde das gut, dass Sie es so offen sagen. Dann weiß ich, wo ich dran bin. Wunderbar. Sagen Sie, wenn wir schon miteinander sprechen, das Produkt hätte ja auch folgende Vorteile für Sie. Wie sieht das denn aus? Und dann bist du wieder in der Argumentation drin. Das ist die meisten, das ist vielleicht dann schon der vierte Punkt. Der vierte Punkt. Es gibt ein Zitat, das brauchst du in der Telefonakquise. Das musst du dir einfach verinnerlichen. Das Zitat heißt: Aus Angst, zu weit zu gehen, gehen wir oftmals nicht weit genug. Aus Angst, zu weit zu gehen. Aus Angst, den zu nerven. Aus Angst, unangenehm aufzufallen. Gehen wir oftmals nicht weit genug. Bleib länger im Gespräch drin. Hab noch mehr Argumente. Hab andere Antworten, als erwartet. Und ruf nochmal an. Aus Angst, zu weit zu gehen, gehen wir oftmals nicht weit genug. Ja, super wichtig. Echt cool. Ja, hervorragend. Sehr gute Tipps. Also da merkt man einfach Praxis und Erfahrung pur. Ne? Und leider ist, ich werde auch immer wieder gefragt, ja Mensch, warum, also was denn das der größte Tipp für den Verkauf? Und da sage ich auch immer, Mensch, also deshalb, das knüpft daran, was du gerade gesagt hast, aus Angst davor zu weit zu gehen, gehen manche nicht weit genug. Hab keine Angst, es ist ja nicht, man lehnt dich ja nicht selbst ab. Ja? Du wirst ja nicht als Person abgewählt oder abgelehnt. Und das ist aus meiner Erfahrung heraus, aus Gesprächen von vielen Mitarbeitern, die im Verkauf tätig sind, bei mir immer so die größte Angst. Ne? So, verkaufen ist nichts für mich, weil die Leute haben Angst vor Ablehnung. Ja. Ne? Und so dieses, nein, sich aber auch zwingen und weiterzugehen, zu definieren, was will ich erreichen, wie weit kann ich gehen und muss ich gehen, das ist super wichtig. Also finde ich auch. Vielleicht wenn man es mal so dreht und sagt, du spielst eine Rolle, du bist in Richtig, der Rolle genau. des Verkäufers ja, und der Kunde lehnt dich jetzt gerade in der Rolle ab. Genau. Jordan Belfort, Wolf of Wall Street, hat gesagt, du spielst eine Rolle und du lernst dieses Drehbuch auswendig. Richtig. Und dann rufst du da an, du kannst jeder sein, den Genau, das, ja, das ist sehr wichtig. Ja. Begib dich in so eine Schutzhülle, ne? Ja. Weil er wählt niemals dich als Person ab. Er sagt nie, ja, beim anderen hätte ich gekauft, aber sie persönlich finde ich halt doof. Ja. Sagt ja keiner. Nein. Ja, von daher ganz, ganz wichtig. Ja, tolle Tipps, vielen Dank. Sehr gerne. Was meinen Leuten am Telefon auch immer geholfen hat, generell im Verkauf, sind zwei Fragen. So, das erste ist immer rauszufinden, woran konkret haben Sie denn Interesse? Was wäre denn spannend für Sie? Mhm. Und so, das ist ja ganz platt so die Frage, Tag, Kunde, was willst du denn kaufen? Mhm. Und woran hätten Sie denn Interesse? Was wäre wirklich spannend für Sie? Mhm. Und dann das zweite ist, okay, prima, wenn ich Ihnen genau das biete, kaufen Sie dann. So, da kann der Kunde ja kaum mehr Nein sagen. Klar, manche sagen Nein, erreichen nie 100%-Quote, zumindest selten. Aber meine Erfahrung ist auch so, das richtige Rüstzeug, die richtige Technik mit an die Hand geben, plus dieses, was du gerade gesagt hast, das richtige Mindset über, geh in eine Rolle und wenn überhaupt, wird deine Rolle abgelehnt, aber nie du selbst, das kann in der Kombination dann echte Verkaufserfolge hervorbringen. Mhm. Ja, toll. Super. Dirk, vielen, vielen Dank für die Tipps. Sehr gerne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, macht mehrere Dinge. Erstens, hier oben seht ihr die Informationen zu Dirks Kanal. Abonniert den Kanal von Dirk Kräuter. Wirklich exzellente Verkaufs- und Vertriebstipps. Abonniert aber auch diesen Kanal, wenn ihr so nicht getan habt und erzählt aller Welt davon. Und gebt dem Video unbedingt bitte einen Daumen hoch. Wir sind dafür da, euch erfolgreicher zu machen. Und das machen wir mit Leidenschaft. Und ich hoffe, das gelingt uns. Und in dem Sinne, vielen Dank, dass du dieses Video geschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dein Pascal. Ciao.